Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen hier in meinem leeren Keller. Dieses Video hier soll ein Makeover-Video sein. Wer hätte es gedacht? Es tut mir leid für den Hall, falls der stören sollte. Wir werden heute diese Wand tapezieren. Auf Instagram habe ich euch gefragt, welche Farbe es denn werden soll. Zwischen Schwarz und Blau und etlichen anderen Farben, die ihr mir vorgeschlagen habt, hatte ich euch zwei Optionen gegeben. Weiß und Grau. Yay. Und ihr habt euch für das Grau entschieden, für die Betonoptik mit Silber-Gold-Glitzer-Elementen. Da schimmert ein bisschen, seht ihr das? Ein bisschen Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel. Die wollen wir hier tapezieren. Und wie das denn auch seht, sehen wir gleich. Okay, legen wir los und rühren Kleistermasse an, würde ich sagen. Und für den Kleister brauchen wir einmal einen Eimer mit kaltem Wasser. Ich habe hier so ein Kleisterpulver, den rührt man dort ein, bis daraus so eine Pampe entsteht. Es gibt auch so Fertigkleister, da hast du schon flüssigen Kleister drin. Du musst ihn nur noch mit Wasser anmischen und dann kannst du ihn benutzen. Wahrscheinlich ohne warten, nehme ich an. 2-3 Minuten muss man warten, das war's. Und dann kommt es auf den Kleister an. Bei diesem muss man 30 Minuten warten, bis er richtig gequollen ist. Dann kann man ihn verwenden. Ich wollte das Ganze mal versuchen, mit einer Rolle an die Wand zu bringen, denn ich dachte mir, das spart vielleicht ein bisschen Kleistermasse. Leider war das mit der Rolle nicht so ein toller Erfolg, deswegen habe ich den Kleisterpinsel wieder genommen und habe die Wand einmal komplett von oben bis unten schön eingekleistert und dann die Tapete an die Wand gebracht. Die erste Bahn ist immer ein bisschen stressig, weil sie oben bündig sein muss und an den Seiten, zumindest an der Kante, halt bündig sein muss, damit die nächste Bahn halt auch gerade dran liegt. So, erste Bahn hängt, zweite kommt als nächstes. Das Gute ist bei dieser Tapete, man kann sie nahtlos aneinander setzen. Das heißt, ich musste auf kein bestimmtes Muster achten und die Bahn versetzen. Das hatte ich zum Beispiel in Berlin bei der Tapete mit den Steinmuster. Da musste ich halt gucken, dass die Steine nachher alle auch aneinander passen, weil sonst hätte das sehr komisch ausgesehen. So, dritte Bahn hängt auch, die vierte Bahn kommt hinterher. Mit der Bürste streiche ich immer gern so die Falten raus und dann verteilt sich der Kleister unter der Tapete auch nochmal wunderbar. Es geht eigentlich recht zügig. Also es ist kein Hexenwerk. Gucken, dass die Ecken passen und gucken, dass keine Lücken entstehen. Alles wieder glatt bürsten. Für die fast letzte Bahn hatte ich nicht mehr genug Kleister. Das heißt, ich musste neuen Kleister anmischen und konnte die vorletzte Bahn kleben, denn die Tapetenrolle war leer und ich musste eine neue nachbestellen. Ich habe sie schon da, ich habe sie nur noch nicht verklebt. Und damit sind wir fertig. Sieht doch ganz schick aus. Kann man so lassen. Ein kleiner Freudentanz noch hinterher und einmal kurz posen für das Thumbnail oder was auch immer ich gedacht habe, was ich da mache. Und da ist die Wand. Sieht doch eigentlich voll gut aus. Also ich mag den Hintergrund. Ich feiere den schon. Fehlt nur noch die Deko. Und ein bisschen Licht. Licht ist immer sehr wichtig. Aber ansonsten haben wir das doch gut gemacht. Wand ist tapeziert.